Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dörnbude. Willkommen zu einer neuen Folge Super Smash Bros. Ultimate. Inzwischen ist bei der finalen Schlacht das meiste geschafft. Übrigens muss ich gerade mal zwei Geister besiegen, um später zu Darth zu kommen, zu einem Beitrag aus der letzten Folge von dir. Bevor wir zum großen Finale hier in der Mitte kommen, möchte ich Kyra und Darth einzeln herausfordern. Und ich weiß, dass das verdammt schwer wird. Ich werde mit Bowser kämpfen, denn der hat bei beiden schon alleine in den ersten Kämpfen einen guten Job geleistet und hat halt einfach starke Air-Attacks. Wo ist meine fette Autoheilung? Also Celebi hier. Diese Kämpfe gegen Kyra und Darth einzeln, die jetzt stattfinden, sind verdammt schwer. Ich kann nicht sagen, wie lange ich für diesen Fight brauchen werde. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich vielleicht cutten werde und euch eben nicht so viel nerve. Solche Attacken sind für einen Bowser schon ziemlich mies. Das kommt eben auch noch. Ich persönlich habe immer das Gefühl, dass Kyra in diesen Kämpfen noch ein bisschen. Nein, ich bin gerade gesprungen. Dass Kyra in diesen Kämpfen noch etwas schwieriger ist. Falls ihr mir jetzt fragt, warum ich den zuerst mache, erstens habe ich es dann hinter mir und zweitens war bei dem halt der Weg schon außer einem Geist frei. Sehr schöner Stun. Die erste Phase ist eigentlich, läuft sehr nach meinen Erwartungen. Okay, das war mies. Habe ich gerade wirklich jede einzelne Bombe verfehlt? Aber die Attacke läuft deutlich besser als sonst immer, aber es kann auch gut sein, dass die in der zweiten Phase noch schneller wird. So, jetzt beginnt die zweite Phase. Zunächst einmal mit einer behinderten Wellenattacke, die viel zu viel Schaden machen kann, wie ihr jetzt. An dieser zwei. Eine halbe. Wie sollte ich da ausweichen? Mit Habt dem ihr das? Strahlen, der ist dagegen gut. Ja, toll! Der Kirby-Steinspammer wieder am Start. Genau, die Elektroattacke in der ersten Phase, die gemacht, die hat er da schon drauf, nur noch mit vier Kugeln. Jetzt macht er den Move. Nein, es war klar, dass mich das trifft. Ich denke, ihr seht schon, dass der Kampf nie. Oh fuck! Nein, ich habe das nicht gesehen. Oh, ich wurde nur einmal getroffen. Das ist Kyras Spezialattacke. Und gleichzeitig seine wohl stärkste. Die kann er auch nur in diesem Kampf und in der absoluten Finale. Hallo? Ich konnte keinen Side-Dodge machen. Der hat einfach nicht funktioniert. Ich wollte gerade sagen, es kann natürlich auch noch sein, dass er Kämpfer spawnt, was sehr nervig wäre. In dem Moment spawnt er natürlich die Kämpfer. Okay, unmöglich. Das ging einfach nicht. Das ist das Problem. Was hätte ich in der Situation machen können? Ich war auf 180%. Da waren drei Gegner. Einer davon auch noch Snake. Und wenn der einen nicht in der Luft halten kann, dann kann's keiner. Alter, ich konnte schon wieder nicht springen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Bowsers Endlag in diesem Kampf höher ist. Die Attacke läuft auch gleich wieder richtig scheiße. Der erste Try war halt an sich verdammt gut. Oh, schon gebrochen.
Ja, ich komme mit 0% in die zweite Phase. Wird mir nur leider wahrscheinlich auch nicht wirklich helfen. Die Wellen müssen übrigens nicht seitlich kommen. Sie können auch in dieser... Hier, es ist so unfair. Ich konnte diese 50 Damage nicht verhindern. Oh, kacke, Instant. Natürlich macht er beide ineinander. Oh Gott, das letzte hat nicht getroffen. Aber jetzt habe ich eigentlich schon wieder verloren, weil ich 170% habe. Jetzt mal for real, diese Spezialattacke ist richtig, richtig mies. Das ist ein bisschen wie von Super Smash Bros. Brawl. Tabu, die Spezialattacke. Bloß, dass die einen safe ge-one-hittet hat, wenn man nicht ausgewichen ist. Und ich werde auch immer von jeder lächerlichen Kackattacke getroffen hier, oder? Klasse. So, die Elektroattacke mit 4 Kugeln. Ihr habt gerade einen Cut gesehen, tollerweise. Freue mich jetzt schon drauf, den einzuüben. Aber okay, ich wollte ja eh wahrscheinlich schneiden, wenn ich jetzt nicht verdammt schnell fertig werde. Da kommt der Kick, da kommt der nächste Kick, da kommt die Down, ey. Da kommt die Back Air nochmal. Sehr schön. Jetzt bin ich hier wieder auf 0. Innerhalb von ein paar Sekunden werde ich wieder auf über 100 sein. ...19 sichere Prozente. Weil Schild hilft auch nichts dagegen übrigens, um das mal zu erwähnen. Wenn Schild gegen diese Wellen helfen würde, wäre es ja okay. Jetzt mal for real, ich habe ehrlich gesagt keine... Oh, die Scheiße. Ja. Diese Kombinationen aus Attacken. Tot. Mich wundert es gerade dezent, dass ich noch lebe. Das war sowas von broken. Ist das hier eigentlich besser als die Sidekicks? Ich weiß nicht. Und das hier ist definitiv nicht gut. Genauer gesagt ist das zu 99%. Okay, nicht tot. Es war klar. Nein, Hit. Hier. Das war auch wieder toll. Ich bin dem einen ausgewichen. Ich konnte eins dodgen, aber weil da zwei direkt hintereinander waren, hat mich das zweite dann getroffen. Schon wieder? Schon wieder diese... Erstens, innerhalb von ungefähr 20 Sekunden... Zweimal die Spezialattacke zünden. Und dann noch zweimal die Situation, dass ich einen Air-Dodge machen muss, um einem auszuweichen und damit voll im anderen lande. Schon wieder. Hä? Und wieso greift der diesmal so schnell nochmal an? Ich weiß nicht, wie stark die Neutral Air gegen Kyra ist. Ich denke schon, dass Back Air das Beste ist.
Also ich muss sagen, an sich könnte es schlechter laufen, aber natürlich auch besser. Trifft nicht. Also mit 4 Kugeln muss man sich eigentlich da keine Sorgen drum machen. Und Bowser, du solltest nicht die Side machen, die bringt nichts. Und zwar absolut gar nichts gegen Kyra. Den kann man logischerweise nicht grabben. Okay, Neutral Air haut in die zweite Phase. Okay, sehr gut, sehr wenig Schaden genommen. Problem, was wird's mir helfen? Gebt euch diese Anzahl Bomben. Das waren 6 oder so. Ein Glück, dass ich die Attacke kann. Er wird in die Mitte gehen. Oh. Ich habe gedacht, es kommt wieder die Special Attack. Wenn die jetzt... Oh, sehr gut. Er gesagt, nicht gut. Natürlich habe ich den Break während der Fuck-Gegner da. Wie unlucky war das bitte? War doch nur 90 Schaden. Ja, 90 Schaden und ich konnte die Break-Phase, die einzige, die ich bekomme, nicht ausnutzen. Jetzt bin ich wieder mit dem nächsten guten Hit tot. Das war's. Diese Attacke kann gefühlt auf 0%. Was? Wie lebe ich? Und seit wann kann der das nochmal machen? Das Problem ist nur, das wird mir trotzdem nicht weiterhelfen. Warte, was? Das war noch ein Break. Alter. Ja! Als ob! Nur 13 Minuten habe ich gebraucht. Wie geil ist das denn? Ich hatte hier für locker eine Stunde oder so eingeplant. Als ob der Try es geholt hat. Als ob. Jetzt kommt eins von 3 Endings. Das, wenn man Kyra besiegt, logischerweise, weil ich habe gerade Kyra besiegt. Übrigens, der hat mich schon deshalb abgeschlossen. Ja, rein theoretisch schon, aber es ist natürlich nicht das True Ending, das man haben will. Weil, kann man sich eigentlich denken, wenn Kyra besiegt ist, kann das die Kontrolle einfach übernehmen. Warum hat nach dem ersten Kapitel Kyra nicht so ganz funktioniert? Das weiß keiner. Hinterfragen wie Nintendo-Logik. Und Mario kippt einfach um. Und nein, das liegt nicht an unserem Fernseher, das gehört so. Guck mal, man könnte fast meinen, der wäre aus der Zelda-Reihe. Ja. Übrigens steht hier nichts von abgeschlossen irgendwo. Das kriegt man nur fürs True Ending. Aber normalerweise wurden die Belohnungen zum Beispiel trotzdem gespeichert. Wäre natürlich schon auch geil, wenn ich das hier noch bekommen hätte mit Spezialtechniken-Boost. Aber kann man ja auch mal ohne spielen. Und andererseits, was für Spezialtechniken benutzt man groß bei diesen Bossen? Der schnellste Weg war so hier lang. Da muss ich... Ach, das ist sogar nur ein 2 Sterne!
Ich dachte, hier wären dann zwei brokene Geister auf dem Weg. Warum ist der zwei Sterne? Die Positive von das nicht gar nicht. Ja, ist so. Direkt vor das wird wieder irgendein Vier-Sterne-Geist sein. Das ist klar, war vor Kyra ja auch. Der Angriff war dezent effektiv. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Ich weiß ja nicht, wie ich darauf komme, aber... Richtungsgebundener Spott habe ich auch noch nie gehört. Und... Ich habe jetzt schon wieder Bock. Bayonetta. Easy. Aber ich bin auch echt zufrieden mit Bowser gewesen in dem Kyra-Kampf, muss ich sagen. Ich glaube echt, der ist eine verdammt gute Wahl. Neutral ist der Gegner, lol. Das ist scheißegal, welchen Geisttypen ich habe. Die Giftschwaden bringen mir nichts. Jetzt ist noch Ausdauer-Smash mit Oft-Smash-Angriffen von dieser Bayonetta. Stimmt. Stand überhaupt was von Riesig in der Beschreibung? Hätte ich nett gefunden, dann hätte ich nämlich sofort gewusst, dass ich den nicht einsaugen kann. Ja genau, erstmal Konter drücken. Böse. Aber meine Projektile machen hier gut zu schaffen. Theoretisch kannst du sie einsaugen. Nein, kann ich nicht. Du müsstest nur auch riesig sein. Ich müsste nur was sein? Auch riesig. Na toll, und das wird ja wohl nicht töten. Hallo? Danke! Hätte die mich jetzt noch bekommen, weil ich nicht mehr auf die Stage gekommen. Giftheilung ist natürlich auch krass. Dreht die Wirkung von Gift um und heilt einen, wenn man vergiftet ist. Und jetzt? Nächste Runde. Das kriegt auch seinen Fight. Okay, einerseits muss ich sagen, als ich das raus hatte, fand ich ihn leichter als Kyra. Aber um ihn zum ersten Mal zu besiegen, habe ich deutlich länger gebraucht. Also bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was rauskommt. Bei der Autoheilung bleibe ich, die würde ich auch wirklich immer nehmen. Aber wenn es jetzt gut klappt, dann ist die nächste Folge das Finale, Leute. Auch mal mit einbeziehen. Wir beginnen wieder mit Bomben, die mich vollkommen treffen werden. Ja, das hatten wir heute schon oft genug. Oh nein, nicht das. Der macht die Schüsse hier komplett anders als im ersten Kampf. Ich habe mir gemerkt, man den ausweichen konnte. Alles klar. Sehr guter Beginn. Wir sind in der ersten Phase. Ich höre mich selber kaum, weil es so laut ist gerade. Also ich halte diesen Versuch für ziemlich verloren. Ich weiß ja nicht warum. Mann, nicht hier gespawnt. Niemals aufgeben. Ich habe 150% lange vor Beginn der zweiten Phase. Ich will trotzdem noch auf eine Phase 3. Na, bist du bescheuert? Die zweite Phase beginnt jetzt. Natürlich geht das jetzt auch erst richtig ab. Und hat auch eine schöne Special Attack. Okay, die Wellen sind aber sehr dankbar. Ja, und was bringt mir das? Okay, das kommt nochmal zurück. Der hat dich jetzt seit 50 Sekunden nicht getroffen. Aber jetzt. Nein, ich hab doch gedrückt. Das ist das Special Attack. Und am Anfang hatte ich nie raus, wie man der gescheit ausweicht. Und tot.
Ich hab selber noch gesehen, dass er das macht. Kann man eigentlich irgendwie sehen, wo das X erscheint? Kann man eigentlich irgendwie dieser Schussattacke in dem Kampf noch ausweichen? Wenn man in dem X ist, ja noch nicht selbst getroffen. Die Attacke muss man können. Da muss man wissen, wie die funktioniert. Jede Attacke muss man können! Aber bei der muss man wirklich wissen, wie sie funktioniert. Dann geht's. Ich hab gerade geschildet! Wie hätte ich denn da noch ausweichen können? Ich bin dem ersten ausgewichen und damit war es nicht mehr möglich, dem zweiten auszuweichen. Ich hab eh schon 8-mal so lange durchgehalten, wie irgendwie realistisch gewesen wäre nach dem Anfang. Und er beginnt nicht gleich. Ich dachte, die beginnen immer mit den Bomben. Okay, diesmal läuft's besser. Also ich meine, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, dass es besser läuft, aber... Könnte damit zusammenhängen... Ah, na toll. Ja cool, da konnte ich jetzt nicht ausweichen. Könnte damit zusammenhängen, dass ich letztes Mal um Zeit schon lange 180% hatte. Komm, die Wellen bitte wieder dankbar, sieht nicht so aus. Nein, die richtig arschige Variante, um genau zu sein. Und 0% genommen. Oh Gott, kompletter Fail. Wie man in diesem Kampf dem irgendwie ausweichen soll, soll mir auch mal einer erklären. Ich habe nur ungefähr 30 Schaden genommen und bin damit sehr zufrieden. Genauso wie ich nicht weiß, was ich da tun kann. Mal ernst, soll ich bei diesen 38 Bomben irgendwie sehen, wo Freiraum ist? Hier, guck dir an! Da konnte ich absolut nichts tun. Ich hab doch! Dieser Treffer war richtig unfair. Ich hab doch gedodged. Alles klar. Wäre ich dadurch gestorben, hätte ich... ich kann nicht mehr reden. Scheiße, jetzt war's das. Wenn der jetzt irgendeine Attacke macht, die irgendeinen Sinn hat... Ja, natürlich! Natürlich! LOL, was? Dieses X hat mir den Arsch gerettet. Diese Bomben aber nicht. Ich lebe immer noch! Also langsam fährt's an. An Skill grenzt das! An fetten Skill! Aber trotzdem würde ich nicht unbedingt auf den Sieg tippen. Das war knapp. Guter Hit! Die können nicht töten. Ich meine, die machen Damage, aber die können nicht töten. Das aber! Das war jetzt echt eine normal lange Folge für Kyra und das! Als
Oh, 25 Minuten für beide. Bei mir läuft richtig. Vor allem in beiden finalen Versuchen. Unfassbare Szenen. Bei Kyra, die Feuerattacke, die ich irgendwie überlebt habe. Und jetzt die Situation, wo das X war, er seinen Körper rumgeschossen hat und die drei Kämpfer da waren. Alter, coole Sache. Das heißt auch gleichermaßen, wir sehen jetzt das zweite Bad Ending und in der nächsten Folge das große Finale von Super Smash Bros. Ultimate. Wonach übrigens, falls ich das noch nicht erwähnt habe, mein Let's Play zu Mario Maker 2 beginnen wird. Hast du erwähnt? In der letzten Folge, heute aber noch nicht. Das erinnert gerade irgendwie richtig an Avengers. Wenn ihr wisst, also, weil die, manche wissen bestimmt, was ich meine. Übrigens nochmal zu dem Punkt, wieso das nicht schon vorher einfach alles kaputt machen konnte, als man Kyra zum ersten Mal besiegt hat und andersrum. Ich glaube, das lag daran, dass sie überlebt haben und damit sozusagen noch die Macht ein bisschen blockiert war vom jeweils anderen. Jetzt halt nicht mehr. Auch wenn Kyra eigentlich genau dasselbe macht wie letztes Mal. Sie hat ihn dann überlebt, aber diesmal ist der andere rechtzeitig gekommen, um den ersten zu killen. Ja, und dadurch war die Macht nicht mehr blockiert. Aber das und das war's mit der heutigen Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Danke, dass ich meine Abmoderation machen darf. Beim nächsten Mal sehen wir uns zum großen Finale gegen Kyra und Das wieder. Wenn ihr gehypt seid, lasst ein Abo da. Wenn nicht, lasst trotzdem ein Abo da. Wenn ihr atmet, dann lasst ein Abo da. Wir sehen uns. Ciao.